Hallo und willkommen zu DayZ. Ich habe heute ein Gespräch gehabt im Büro mit einem Kollegen und da hatten wir es von DayZ. Und aus irgendeinem Grund ging mir das dann nicht mehr aus dem Kopf und ich habe entschieden, dass ich dann heute einfach mal, auch wenn heute nicht Survival Sonntag ist, sondern eigentlich ein Montag, habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal wieder reinzuschauen. Es fing schon damit an, dass das Menü komplett anders aussieht. Dann kam natürlich noch dazu, es gab einige Updates an der Engine, an der Grafik, alles Mögliche. Ich habe seit, wie gesagt, seit Monaten überhaupt nicht mehr gespielt. Ich musste gerade auch die Steuerung nochmal komplett überprüfen. Und im Großen und Ganzen ist es zumindest noch die gleiche geblieben. Also das ist schon mal ein guter Anfang. Ich hoffe, das ist hell genug auf YouTube später. Ich habe jetzt einfach irgendeinen Server genommen. So, das ist das neue Inventar. Das ist komplett anders. Da haben wir eine Road Flare. Was habe ich da eingesammelt? Eine Pipe Wrench. Und was liegt hier auf dem Boden rum? Eine Luck Wrench. Die lasse ich mal liegen. Ja, was gibt es zu Standalone zu sagen? Der Fortschritt der Entwicklung ist leider sehr langsam. Ich habe. Oh, die ist natürlich besser. Dann nehmen wir auf jeden Fall die. Und schmeißen die hier weg. Okay, das geht auf jeden Fall immer noch so. Die können wir die jetzt wieder anlegen. Ja, perfekto. Ich habe die Mod sehr lange gespielt. Sehr, sehr viele Stunden. Und ich hoffe, dass die Entwicklung voranschreitet und mindestens bald wenigstens auf dem Stand der Mod ist. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich auch so extrem lange nicht gespielt habe, was haben wir da? Zucchini Seeds, nein, die lassen wir da. So, dann tragen wir den Reifen mit durch die Gegend. Dadurch, dass ich so lange nicht gespielt habe, gibt es natürlich auch gefühlte 10 Millionen Änderungen. Entweder kam was neu dazu oder es wurde was entfernt. Ich muss mich da jetzt natürlich auch erstmal wieder eingewöhnen. Kann ich den wieder wegschmeißen? Ist ein bisschen lächerlich. So, ich weiß natürlich, wo der dann steht. Er liegt nicht, er steht. So, legen wir mal den Turbo ein. Ist auf jeden Fall mehr oder weniger wie ein neues Spiel für mich. Auf dem neuen Rechner läuft es natürlich jetzt auch extrem performant. Also keine Ruckler beim schnellen Drehen, nichts. Auf meinem alten Rechner war das ein bisschen problematisch, deswegen habe ich auch vorher kein DayZ Standalone aufgenommen. Die Mod spielt, glaube ich, es gibt schon noch einige, die spielen, aber ich habe mich jetzt erstmal entschieden, ich mache jetzt erstmal einfach so hier ein, ich nenne es mal Mini-Let's Play, also ich werde da eine Playlist anlegen und immer wenn ich dazu komme oder Lust habe auf DayZ, dann werde ich die Videos da entsprechend hinzufügen. Und wenn euch das gefällt, lasst mir ein Like da, freue ich mich immer drüber und gerne auch einen Comment. Oder wenn ihr mal Bock habt, mit mir zu spielen und aufzunehmen, meldet euch einfach bei mir. Ich bin da offen. Vor allem auch deswegen die Kollegen, mit denen ich sonst so spiele. Wie war Spring wieder? Okay, C war es schon mal nicht. Oh, ich möchte nicht langsam laufen. Ich möchte bitte wieder schnell laufen. Ah, okay. Die Kollegen, mit denen ich andere Spiele spiele, das sind nicht so die Survival-Typen. Die spielen aktuell Overwatch. Das sagt mir allerdings überhaupt nicht zu. Deswegen verbringe ich derzeit dann eher mehr Zeit damit, mich ein bisschen auf meine Webseite zu konzentrieren. Die Intros, die ich bisher gebastelt habe. Und eben all so eine Sachen. So, ohne Baseballcap geht schon mal gar nicht. Ist mehr oder weniger auch mein Markenzeichen. So, jetzt ist der Unterschied natürlich. Ich nehme das Ding mal in die Hand. Keine Ahnung, ob das Ding besser ist oder nicht als die Holzaxt, die ich aktuell trage. Die kenne ich noch, die gab es damals schon. Und wie immer, ich durchsuche erstmal die Häuser. Ist nicht wie bei der Mod, dass man in den Häusern gar nichts findet oder nur Flares oder Chemlights.
sondern man findet hier natürlich auch Nahrung, Rucksäcke und alles Mögliche. Oh, eine neue Art von Supermarkt. Sollte ich mir merken, wie die Supermärkte aussehen. So, das ist natürlich jetzt nicht optimal gestaltet. Was ist da noch, ein Hinterzimmer? Ja. Aber hier gibt es wohl nichts zu holen. Schade eigentlich. Dann weiter. Ist ein bisschen neu auf jeden Fall für mich. Hier. Ich weiß natürlich auch gar nicht, ob die Zeit hier auf diesem Server sich ändert. Also für den Fall, dass es noch dunkler wird, werde ich natürlich den Server wechseln. Ich spiele auf einem Public-Server. Theoretisch müsste meine Spielfigur dann übernommen werden. Ich hätte auf einem Private-Server gespielt, aber es gibt aktuell nur ziemlich viele Clan-Server. Oder irgendwelche Event-Server habe ich welche gesehen und alles Mögliche. Und da ist es in der Regel so, wenn man joint und die kennen einen nicht, dann wird man direkt wieder gekickt oder sogar gebannt, wenn es diese Funktion jetzt inzwischen gibt. Die Permaban-Funktion, die gab es nämlich beim letzten Mal, als ich gespielt habe, noch nicht. Deswegen dachte ich, nehme ich jetzt einfach den erstbesten Server. Da war ab vorhin auch nur einer drauf. Weil ich mir das jetzt erstmal in Ruhe angucken möchte. Und, okay, hier war ich definitiv schon drin. Ich irre gerade ein bisschen dämlich durch die Kante. Dann renne ich mal davor. So, hier ist die Tür schon offen. Da war nicht ich unbedingt schon drin, aber vielleicht jemand anderes. Und ich habe natürlich nichts zu essen dabei. Deswegen, ich möchte mir das erstmal in Ruhe anschauen. Und auch wieder ein bisschen die Steuerung lernen, sage ich jetzt mal. Also das Übliche kennt man ja, umsehen mit der Maus, WASD zum Laufen und so weiter. Aber ich weiß natürlich nicht, ob sich da noch irgendwas gravierend geändert hat. So, hier, ist das zum Mitnehmen oder? Nein, okay. Der HUD ist ein bisschen extrem groß. Ich muss mal schauen, ob ich den irgendwie kleiner machen kann. Und die Frage ist, wo genau der sich versteckt? Man konnte den ursprünglich mal ändern. Headwarp ist das vielleicht? Apply? Nein. Nein, das ist es nicht. Glaube ich nicht. Ah, man kann die Figur jetzt auch drehen. Mit Scrollen kann ich rausscrollen. Dann lassen wir den doch mal so. Weil der sah ein bisschen extrem groß aus. Gut, dann geht das mit dem HUD leider nicht mehr. Da konnte man vorher schön die Größe einstellen. Aber wenn das jetzt nicht mehr geht, dann soll das wohl nicht so sein. Eine Sichel. Eine Farming Hoe. Nicht zu verwechseln mit den Ho-Hos. Ich hoffe auf einen Rucksack hier irgendwo in der Gegend. Oder ein Fahrzeug, das wäre natürlich extrem geil. Weil ein Hoodie, kann ich den einfach so auf die Figur ziehen inzwischen? Du sollst ihn bitte anziehen, mein Freund. Ah, okay, der ersetzt inzwischen das T-Shirt. Okay, Swap. So, weil dann habe ich, kann ich das immer noch... Ah, okay, man kann die nicht mehr einfach so auseinandernehmen. Die schmeiße ich jetzt mal weg, weil die nervt. Die brauche ich nicht. Dadurch bekomme ich jetzt schon mal ein paar mehr Slots. Und meine Spielfigur dürfte nicht allzu früh anfangen zu frieren. Das ist eine Gasflasche. Das ist eine Hose. Powdered Milk. Wird zwar nicht gut schmecken, aber ich nehme die jetzt einfach mal mit. Einfach nur damit ich hier nicht irgendwie am Hungertod sterben muss. So, das Rad lasse ich auch hier. Jetzt wäre ein Fahrzeug natürlich perfekt, weil hier in der Gegend schon mal zwei Räder sind. Ich habe keine Ahnung, ob viele Fahrzeuge inzwischen drin sind oder ob es nur eins gibt immer noch. Also ursprünglich haben sie diesen komischen LKW ohne Ladefläche eingebaut. Ich weiß nicht, wo die spawnen, ob das so ist wie früher, dass sie random einfach irgendwo rumstehen. Im Endeffekt, man könnte sagen, ich weiß einfach nichts. Aber das ist für mich natürlich jetzt auch ganz nett,
Denn so ist es für mich wieder ein komplett neues Spiel. Aber ich merke, das ist definitiv nicht hell genug. Deswegen... Language German, okay, dann ist es natürlich cool. Ah, Field of View. Das drehen wir mal ein bisschen hoch. Ich habe keine Ahnung, was der Headbob ist. Aber ich muss es trotzdem ein bisschen heller machen. Wenn das geht. Okay, so wäre es Tag. Das wollen wir natürlich nicht. Ich will es nur ein bisschen heller, dass man es auf YouTube besser sehen kann. Ja, das ist doch besser. Sie haben wohl auch die Nacht geändert. Es wird jetzt nicht mehr alles schwarz-weiß und man wird auch nicht direkt irgendwie komplett blind. Weil das war am Anfang immer sehr problematisch. So, okay, Alt gedrückt halten und die Maus bewegen geht auch noch. Kann ich dich verhauen? Bleiben Sie da. Nein! 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 Also, ich wollte es doch nicht verstecken. Was so? Hallöchen. Okay. Ah, mit Rechtsklick kann man auch immer noch zoomen. Okay, den gibt es wohl nicht hier. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich da vielleicht irgendwas machen kann, aber ich habe aus Reflex die mittlere Maustaste geklickt, was Leiche verstecken ist. Das ist nicht allzu neu, aber... Okay, hier haben wir eine Batterie, oder? Truck Battery, okay. Aber dann verschwindet die Leiche im Boden. Das wurde im PvP gerne mal genutzt. Aber ich habe das eigentlich nie benutzt, aber ich bin auch in DayZ nicht der extreme PvP-Spieler. Ich bin mehr ein Fan davon, dass man das wie ein Koop-Spiel spielt, dass man wirklich zusammenarbeitet und sich vielleicht auch selber irgendwelche Ziele setzt. Bei der Mod war das Coole natürlich, es gab Mods für die Mod, also Modception sozusagen. Es gab wirklich die Möglichkeit von KI, also man hat dann irgendwelche Basen angreifen können oder ähnliches. Das gibt's hier noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das geplant ist. Also ich habe mich auch nicht wirklich großartig informiert, sondern ich wollte jetzt einfach mal spontan mir die aktuelle Version anschauen. Auf dem neuen Rechner natürlich auch. Was haben wir da? Sind das Heuballen? Ja. Und wollte einfach mal ins Blaue reinspielen. Und ich denke, das gelingt mir hier auch mehr oder weniger ganz gut. Erstmal. Oh, ein Gewitter. Okay. Das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich gleich regnen anfangen. Und ich werde dann nass. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, ist natürlich dann auch noch höher. Einfach wunderbar. So richtig schön zum Let's Play. So. Was ist das? Ich möchte wissen, was das ist. Ein Eishockeyschläger. Nee, den könnt ihr behalten. Da haben wir ein Messer, das nehme ich mit. Wie ist der Zustand? Damaged, okay. Bupp. Ziehen wir noch eine Brille auf. Brauchen wir zwar nicht, aber trotzdem, immer rein damit. Also gewohnheitstechnisch nehme ich am Anfang erstmal generell so ziemlich alles, was irgendwie einen kleinen Nutzen haben könnte, nehme ich einfach mit. Und eine Brille, gut. Die tut nicht weh, wenn man sie trägt. Wäre aber auch nicht schlimm, wenn man sie liegen lässt. So, jetzt muss ich ganz kurz die Orientierung wieder finden. Okay, in diese Richtung wollte ich sowieso laufen. Ich hoffe persönlich, dass sich das ein bisschen geändert hat, dass man hier nicht mehr... Okay, die Straße ist, glaube ich, neu. Dass man hier nicht mehr 30 Jahre am Stück gefühlt von A nach B läuft und dann irgendwie nichts findet oder so. Ich hoffe, das hat sich ein bisschen geändert, aber muss ich natürlich abwarten. So, es ist auf jeden Fall immer noch so, dass in vielen Häusern nichts drin ist. Das ist auch okay. Denn es kann ja schon jemand da gewesen sein. Das vergessen die viele Leute gerne. In einer Apokalypse, so im Sinne von, ja, warum ist da nichts mehr da? Da waren vielleicht schon jemand oder schon mehrere Leute mal drin. Schon als es losging mit der Apokalypse vielleicht.
Das ist ein kleiner Vorteil an DayZ. Man kann sich mehr oder weniger seine eigene Geschichte dazu überlegen. Ist jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich, aber im Endeffekt ist es ganz einfach. Zombie-Apokalypse. Ich denke, jeder weiß ungefähr, was das ist. So, die ist damaged. Die ist damaged. Also völlig egal. Was haben wir hier? Paper. Ah. Es gibt wohl die Möglichkeit, dass man Notizen auf Papier schreibt. Also ich könnte jetzt hier wahrscheinlich eine Notiz hinterlassen für irgendwen. So, was haben wir hier? Eine Holzkiste. Kann man die Schränke aufmachen? Na? Nein. Ah, jetzt haben die diese Lagerhallen auch ausgebaut. Okay. Mein letzter Wissensstand, also auf meinem letzten Wissens- und Spielstand, konnte man hier noch nicht rein. Gut zu wissen. Hier gibt es Steine. Eine Schubkarre. Nichts von Wert erstmal. Ein Auto wäre jetzt natürlich perfekt. Einfach um ein bisschen rumzufahren. Zumindest jetzt am Anfang. So, ich höre hier die ganze Zeit ein Huhn. Das ist wahrscheinlich im Boden. So wie das gerne mal der Fall ist hier. Das ist aber seit der Mod schon so. Also das hat sich nicht geändert. Okay, hier ist alles leer. Das heißt, hier war wahrscheinlich schon jemand. Geht's noch ein Stockwerk hoch? Okay. Dann kann ich ja wieder gehen. Mir fällt gerade ein. Okay, der Voice Chat ist immer noch Caps Lock. Hinlegen, Y? Ja, okay, die Steuerung hat sich zumindest nicht gravierend geändert. Mit Enter kann man in die Ego-Perspektive. Für zwischendurch vielleicht gar nicht so schlecht, oder wenn man eine Waffe in der Hand hat. Aber zum Laufen an sich bevorzuge ich persönlich die Ego-Perspektive nicht so, weil gerade durch das Gewackel und alles. Okay, das hier, da bin ich jetzt komplett unsicher, ob ich das hier schon gesehen hatte. Ich glaube nicht. Also hier ist wahrscheinlich so eine Art Militär-Checkpoint gewesen, der überrannt wurde. Okay, hier kann man einen Garten anlegen, das will ich eigentlich nicht. Und da ist was drin. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Mütze. Was ist das da drin? Das ist ein Rucksack. Besser als kein Rucksack erstmal. Das ist so eine richtig schöne Zielscheibe auf dem Rücken, aber das ist besser als kein Rucksack. Wie man jetzt auch am Inventar sieht, hier unten ist jetzt auf jeden Fall Platz. Auch wenn es total lächerlich aussieht, aber der Nutzen ist mir hier wichtiger als der Look. So, haben wir hier was drin? Man kann schön reingucken immer. Und man kann natürlich auch einfach klassisch einfach die Türen aufmachen. So, okay. Das war's dann hier. Kann man auch aufmachen. Aber da kommt kein Hinweis, also ist da nichts drin. Da auch nicht. Schade eigentlich. So. Ich bin am Überlegen, welche Richtung ich am besten einschlage, aber ich meine, ich bin nicht ganz sicher, wo genau wir gerade sind. Ich habe seit Monaten keine Map mehr von Chernarus gesehen. Somit habe ich das auch mehr oder weniger komplett verdrängt, was wo ist und warum und wieso und wohin. Deswegen bin ich da ein bisschen mehr oder weniger ein Neuling, könnte man gerade sagen. So, die Grundfunktion kriege ich noch auf die Kette, aber die Map noch zu wissen, das ist definitiv zu viel nach über 6 Monaten. So, was ich in der Pause machen werde, ich werde die Bewegungsunschärfe ganz abschalten. Also die ist nicht so cool. Man kann sie wenigstens gestaffelt einstellen, aber wobei, muss ich mir dann anschauen. Ich werde jetzt erstmal 1, 2 Folgen aufnehmen, vielleicht auch 3 oder 4. Das weiß ich noch nicht.
Und danach werde ich das dann entscheiden. Und eventuell werde ich mal schauen, ob ich einen Server finde, auf dem Tag ist, wo vielleicht auch ein bisschen mehr los ist. Ich werde natürlich schauen, dass es einer ist, wo nicht gerade 29 von 30 Spielern drauf sind, sondern vielleicht einen mit 5 oder 6 Spielern und vielleicht einen, wo auch dabei steht, dass es ein Friendly-Server ist. Denn ich will natürlich nicht einfach gleich über den Haufen geschossen werden. Hat sich in DayZ leider ein bisschen eingebürgert die letzten Jahre. Erst schießen, dann fragen. Und das verdirbt einem dann schon ein bisschen den Spaß, wenn man auf Erkundungstour ist. So, die sieht doch aus wie neu. Warn, okay, damit komme ich klar. Swap. Das ist schön, dass es jetzt diese Funktion gibt. Man muss nicht mehr hin und her hangeln, sondern kann schön ganz einfach und simpel im Inventar alles wechseln. Das ging vorher überhaupt nicht. Das war vorher einfach nicht machbar. Ich nehme jetzt mal so ein Ding hier mit. Und ja, ich weiß, du hast Hunger. Es muss doch die Möglichkeit geben, zu springen. Okay, X war es schon mal nicht. Y war es auch nicht. Muss ich dann auch mal in der Pause schauen. Oh. Alt ist Kamera tackern. Das will ich natürlich nicht. So, was haben wir hier? Oh, ein Kompass. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Der hilft mir zwar auf Anhieb nicht so extrem, aber ich klicke mal auf die Nummer 4. Ich kann den in die Hand nehmen. Achso, ich muss die Leertaste drücken. So, und der funktioniert nämlich auch wunderbar. Okay, wir laufen hier schon nach Norden. Das heißt, wir sind um die Halbinsel schon rum unten. Mehr oder weniger. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Dann habe ich eine Ahnung, wo wir sein könnten. Aber ich weiß die ganzen Namen der Dörfer nicht mehr. Und es kommt noch dazu, die Map ist inzwischen wahrscheinlich nicht mehr deckungsgleich mit der Map aus der Mod. Dadurch, dass hier auch neue Dörfer drin sind, die es in der Mod nicht gab. So, verdammt, hier ist die Tür schon offen. Au. Das heißt, hier war schon jemand drin. Ich brauche doch aber was zu essen. Hat irgendwer alles schon weggeknabbert. Ich vermute, dieses Dorf wird nicht unbedingt so ergiebig sein, wie erhofft. So, das deckt sich jetzt ein bisschen mit den Erinnerungen, die ich noch hatte. Mit viel Laufen, wenig Finden. Aber ich bin trotzdem erstmal guter Dinge, dass es die Möglichkeit geben wird, irgendwas zu finden. So, hier haben wir einen Heuhaufen, was auch immer das ist. Ich höre wieder Hühner. Da ist die Tür schon offen, das ist nicht gut. Liegt hier was? Irgendwas, was ich nutzen kann? Was haben wir hier? Tire Repair Kit? Box of Nails. Ich brauche was Essbares. Nägel sind da nicht so gesund. Glaube ich. Ich habe sie noch nie probiert. So, was zu essen? Bitte, 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 bitte. Für einen armen Reisenden. Natürlich nicht. Ich sehe schon, dass ich wahrscheinlich den Hungertod sterben werde. So, hier war der Händler in, oder einer der Händler, beziehungsweise es müsste der Bootshändler gewesen sein hier ungefähr in der Mod. Das ist, glaube ich, so eine Art Landmark gewesen immer. Inzwischen gibt es da bisher einfach noch nichts. Kommt vielleicht noch. So, wir könnten eine Mütze essen, hilft uns aber nicht. Auch wenn man immer sagt, ich fress meinen Hut. So, dann. Alle Türen offen. Es scheint immer noch so zu sein, dass wenn die Türen offen sind, dass dann einfach nichts kommt. So, dann kann ich mal versuchen nachzuschauen, wo genau wir hier eigentlich sind. Okay, das könnte eins der neuen Dörfer sein. Oder
Ich habe es wirklich extrem verdrängt, deswegen keine Ahnung. Was haben wir da? Das sieht neu aus. Eine Militärbasis wäre auch nicht schlecht, weil da findet man, wenn noch niemand da war, in der Regel immer ziemlich gute Ausrüstung, Waffen und natürlich auch voll oft irgendwelche guten Nahrungsmittel. Das ist nur eine Scheune. Das ist irgendwie nicht cool. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die Militärbasen großartig versetzt wurden oder nicht. Und ob die jetzt woanders sind. So, okay. Was ich bei der Mod sehr gerne gemacht habe, aber erst nachdem ich mich dann natürlich auch ein bisschen auskannte, einfach querfeld ein irgendwo langlaufen oder fahren. Ist das ein Spieler? Ein anderer Spieler? Ich glaube es nicht. Es gibt tatsächlich andere Spieler hier. Das dürfte der Kollege sein, der immer vor mir hier alles abgrast. Ich lasse ihn natürlich erstmal in Ruhe. Ich bin generell eher friendly. War das eine Leiche? Nein. Ich bin generell immer erstmal friendly. Auch wenn das eher entgegen der allgemeinen DayZ-Spielerschaft ist. Ich bin eher friendly eingestellt. Aber das ist, glaube ich, generell in Survival-Spielen bei mir so. Wobei es da auch stark aufs Spiel ankommt. So, da der Kollege jetzt mit dem Dörfchen hier hoffentlich beschäftigt ist, kommt hier vielleicht hoffentlich das nächste Dörfchen. Ich weiß es nicht. Wo ich vielleicht an irgendwas rankomme. Er läuft auf jeden Fall scheinbar in die gleiche Richtung wie ich. Kann gut sein, kann aber auch total schlecht sein. Denn wer zuerst eine Waffe findet, wird wahrscheinlich dann versuchen, den jeweils anderen umzubringen. Und das werde wahrscheinlich ich sein, denn ich habe in der Regel kein Glück bei Survival-Spielen, um schnell oder gute Waffen zu finden oder beides. Das grenzt bei mir immer mehr oder weniger an ein Ding der Unmöglichkeit, einfach mal schnell eine Waffe zu finden. So, Moment, das kann man. Hier kann man doch bestimmt was pflücken, oder? Bitte. Search for apples. Ja, los, mach. Schneller. Wir brauchen was zu essen. I have not found a thing. Okay. Okay, das ist, glaube ich, aus Arma 3. Da gibt es auch ein paar Bäume, wo man nach Sachen suchen kann. Das war, glaube ich, live. Oder wie das hieß. Da konnte man dann Äpfel sammeln, als Einstiegsjob sozusagen. I have not found a thing. Ich durchsuche jetzt einfach mal zwei, drei Bäume in der Hoffnung, dass ich dann ein, zwei Äpfel habe, die ich mir direkt reinballern kann. So, search for apples. Schauen wir erstmal. Yay. Eat. Hoffentlich stillen die auch ein bisschen vom Durst. I have eaten some apple. Ah, das gute alte Schmatzen. Gibt's immer noch. So, okay, zwei Äpfel sind natürlich nicht so der Hammer. Dann suche ich mal noch weiter. Und das werde ich einfach in der Pause fortsetzen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch dabei. Denn dann schaue ich mich hier noch ein bisschen weiter um und erkunde die Map noch ein bisschen weiter. Bis dahin, ciao.